Hallo Leute und willkommen zu einer, ja, wie nennen wir es? Einer Mini-Let's Play-Reihe? Ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall merkt ihr ja schon, dass eine Weile immer sehr unregelmäßig Videos kommen. Das eine hatte damit zu tun, dass ich ja es mir nicht so gut ging eine ganze Zeit lang. Und dann seht ihr ja, dass ich seit neuestem so einen Monat oder so jetzt auch wieder aufnehme und so. Ist aber allerdings nicht mehr so wie vorher. Das liegt unter anderem daran, dass mich die World of Warcraft-Sucht, ja, wie nennt man es, gefesselt hat, gefressen hat. Sie hat mich in ihren Bann gezogen. Ich habe mich bestimmt so um die 10 Jahre lang, oder mehr als 10 Jahre davor gedrückt. Ich wusste ganz genau, wenn ich das erstmal spiele, dann spiele ich erstmal nichts anderes. Und ich dachte, da ich im Moment hier so ein bisschen versuche, etwas Kleines, Besonderes nebenbei zu machen in dem Spiel. Das ist für mich halt auch ziemlich neu. Also ich spiele jetzt so ungefähr, ja, vielleicht knapp einen Monat oder so. Bin seit gestern oder so Level 110. Also das ist das höchste Level, was man haben kann. Das ist für mich also auch alles sehr neu. Ja, und ich dachte, ich lasse euch einfach mal so zwischendurch an so kleinen Projekten teilhaben. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder so. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe jetzt leider nicht angefangen aufzunehmen, als ich mit ihr gestartet habe, aber das ging auch alles sehr schnell. Es ist nämlich so, dass mein Freund World of Warcraft spielt und meine beste Freundin halt auch. Und das ist dann doch so, dass die mich natürlich dazu überredet haben, Spiel, Spiel, Spiel. Und das mache ich jetzt auch und ich habe jetzt so einen Freunde-Bonus dann benutzt und dann levelt man sehr, sehr schnell. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber wäre unschön gewesen zum Aufnehmen. Habe ich mir so gedacht. Das machen wir aber noch zusammen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann werde ich eine Nachtelfe wahrscheinlich spielen oder so. Die ich vielleicht nicht von Level 1 spiele, das schaue ich dann mal. Aber wo wir auf jeden Fall eine Menge von der Story und so weiter noch zusammen erleben könnten. Und da dieser Charakter hier, mit dem kann ich jetzt gerade mehr machen, weil, also es ist eine Blutelfe, ihr seht ihr ja hier. Das ist meine kleine Alexisiel. Und die hat ein paar schöne Begleiter. Das ist eine Jägerin und die spiele ich leidenschaftlich gerne. Und mit der können wir jetzt, da sie volles Level hat, seit kurzem eine Menge machen. Und an diesen kleinen Zwischennebenprojekten würde ich euch gerne teilhaben lassen, wie gesagt. Und in diesem Falle geht es darum, dass ich, damit wir hier mal auch mal zur Sache kommen, ja, einen Elch mir holen werde. Ich werde jetzt auch mal hier das Kampfsystem wieder anmachen. Dann seht ihr an der Seite rechts auch meine schönen Quests und meinen ganzen Kampfkrams und im Hintergrund die epische Hochbergmusik. Ja, und nun ist es so, dass wir hier in so einem tollen roten Kreis stehen und ich möchte ein Elchreittier mir holen. Das ist nur noch quasi bis heute zu holen und dann erst in 6 Monaten wiederholbar. Also habe ich mir gedacht, komm, das machst du. Ihr wisst vielleicht, oder ihr wisst es auch nicht, dass ich natürlich nebenbei auch noch arbeite. Und so hänge ich dann hier manchmal bis spät nachts, trinke Energy Drinks und mache diesen Archäologiekram hier. Und habe dann die Aufgabe gehabt, dass ich hier mit meinem Archäologie-Zeugs, und das zeige ich euch jetzt mal, kann man nämlich Ausgrabungen machen. Und dann mache ich Ausgrabungen und folge dem grünen Licht sozusagen. Und dann leuchtet meine Birne und dann grabe ich hier wieder und dann klicke ich das an und bekomme tolle Artefakte. Und ihr seht, ich habe hier 507 von 600 schon. Da hängt man dann doch eine ganze Weile dran. Die machen das hier nebenbei. Keine Ahnung, wer die Leute sind. Ist ja auch egal. Ich grab einfach. Wenn die Gegner töten, umso besser. In dem Fall sind es aber arme Elche. Die können ja gar nichts dafür. Habe ich aber auch schon getötet für einen anderen Quest. Und ja, ich muss hier diesen Kram halt, wie gesagt, ausgraben. Was danach kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man dann irgendwas geschafft. Und dann, ja, bin ich jetzt Fachmann der Archäologie. Da kommt doch glatt so ein zürnender Taurengeist. Das ist aber gut, wenn der kommt. Weil dann kriegt man noch mehr von diesen Knochenfragmenten. Jetzt haben wir schon 524. Und ich dachte, die kommen, die 100. Die letzten 100, die machen wir zusammen. Ich bin anscheinend jetzt auch fertig mit dem Gebiet. Und dann mache ich meine schicke Karte an. Und dann sieht man hier auf den Karten so eine Schaufel. Ganz klein. Hier im Donnertotem.
ist eine Schaufel, da wollen wir hin. Das ist immer sehr blöd. Man muss von Ausgrabungsstätte zu Ausgrabungsstätte. In dem Fall hätten wir aber da oben auch noch eine. Im guten Hexenwald. Ich bin schon öfters jetzt in den Gegnern gewesen. Es ist immer ganz toll, wenn man dann immer wieder dieselben Gegner fertig machen muss. Komme ich da zu Fuß hin? Ich bin ganz, ganz schlecht. Also nur so nebenbei. Ganz schlecht hier im Orientierung und so. Da werde ich verrückt bei. Ich folge einfach mal dem Pfad. Wir wollen ja Richtung Norden. Ich weiß nicht, geht es hier irgendwie nach Norden noch? Oder muss ich dann wieder zurück? Wahrscheinlich laufe ich wieder falsch. Ich laufe immer falsch. Man kann auch fliegen, aber nicht in dieser Gegend gerade. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist da eine Straße? Ist da ein Weg? Ich glaube, da ist ein Weg. Da kann ich hoch, oder? Man muss da nebenbei auch so ein bisschen aufpassen. Hier sind ja überall so Gegner und so. Ist nicht so geil. Ist da ein Weg? Oh Gott, ich verirre mich wieder, oder? Hier geht's doch nicht weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Da ist auch so ein Mega-Elch. Das ist so der Super-Elch. Da geht dann auch ein Geist in zu den Ahnen. Und so. Deswegen ist hier auch so diese Indianer-Dudel-Musik von den Tauren. Typen, die hier so in der Gegend wohnen. Ja, ihr seht, ich habe Ahnung. Aber es ist so, dass ich tatsächlich ja, ihr wisst es ja, ihr wisst ja, dass ich doch sehr gerne, ich laufe jetzt doch wieder zurück, ne? Dass ich ja total gerne die Story und so mag. Von solchen Spielen und überhaupt. Und ich bin die Elfe, hallo. Da interessiert mich das natürlich, aber in dem Fall muss ich so schnell questen, damit ich ganz schnell erzählen, wer dem ganz schnell den Elch holen kann. Also eigentlich habe ich das nicht gemacht wegen dem Elch. Das habe ich dann aber später halt erfahren. Hey, der Elch, der ist übrigens so und so Tage da. Wenn du den haben willst, dann musst du schnell 110 machen. Dann habe ich das ganz schnell gemacht. Und dann macht man ja hier in dem Spiel so Instanzen. Und dann werde ich gezogen. Und dann bedankt man sich. Und das ist voll so cool und so Gruppenspiel. Was ich ja sonst nicht so mache. Ihr wisst ja, dass ich eher so der Point-Click-Typ bin. Guck mal, da ist doch ein Weg, oder? Yeah, ich habe eine Straße gefunden. Ist gut. Hier war ich doch gerade eben schon, oder? Oh Mann, jetzt verirre ich mich schon wieder. Komm. Ja, irgendwie... ihr macht das schon, ihr Leute, die hier mitspielt in dem Spiel. Ich bin auf einem PvP-Server. Hier sind also auch andere. Und auch von der gegnerischen Front... Leute. Aber meistens eher so von Horde. Ich spiele, wenn man mich fragen würde, falls es jemanden interessiert. Laufe ich jetzt wieder denselben Weg entlang? Ja, ne? Ich weiß nicht, wo lang. So, wenn die Straße endet, ne, bin ich überfordert. Ich laufe gerne querfeldein, aber dann sind da immer so viele Gegner. Ich bin ja Norden irgendwie so kommen. Das nervt. Ich will nicht zurücklaufen. Das ist richtig. Obwohl, ich könnte zu dem Flugpunkt. Ja, das mache ich jetzt mal. Ich laufe zu dem Flugpunkt. Das ist besser. Dann fliegen wir. Oh, guck mal hier. Hier, den machen wir auch fertig. Den, ist zwar sein Geist, den er hat, aber ist doch egal. Können wir gar nicht nehmen, ne? Scheiße. Das machen die bei mir nämlich auch immer, diese Geistertauchen, die dann plötzlich kommen. Das ist nämlich auch so ein Archäologie-Typ. Der will den Elch nämlich auch. Das sieht man ganz genau, dass der auch den Elch will. Aber ich will den Elch und ich werde den kriegen. Wenn ich hier jemals den Weg finde. Also es ist ein Reittier. Reittiere kann man kaufen. Reittiere kann man sich halt aber auch... verdienen. In Instanzen oder halt sowas, was ich jetzt gerade mache. Ja. Guck, da ist ja doch schon der Flugpunkt. Wunderbar, wunderbar. Dann nehmen wir uns nämlich den hier vom Hexenwald. Guten Tag. Und dann fliegen wir dahin. So. Jetzt haben wir ein bisschen Silber, Gold, was auch immer. Ich habe genug. Und dann geht's los hier. Fliegen wir mal nebenbei. Schön. Das Ausblenden. So. Und das ist so ein schicker Geister, auf dem man reiten kann. Und so einen habe ich natürlich noch nicht, weil ich halt noch nicht so lange spiele, habe ich noch nicht so viele Reittiere. Und das lasse ich mir dann nicht nehmen. Ich als Lara Croft-Fan
dann Archäologie zu studieren und mir so ein Elch zu schnappen. Das macht Spaß. Das mag ich gerne. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch fleißig gearbeitet. Ich will aber ja zur Ausgrabungsstätte, ne? Sonst mache ich wieder Scheiße hier. So, ich habe einen Wolf. Zuck den. Den habe ich aber natürlich geschenkt bekommen. Ich habe ja so liebe Menschen, die mir den schenken. Und, ja. Und auch so Pets und so, so wie mein Begleiter hier gerade. Mein Fuchs Rick. Ich bin ja so ein richtiger Tierfan hier. Ich hole mir die ganzen Tiere. Ich werde sie alle kriegen und die besten werde ich bekommen. Und ja, das ist mein Ziel. Es geht natürlich auch ums Aussehen. Da brauche ich dann auch immer Ausrüstung und so. Komm, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Die ganzen blöden Ischen, die uns hier angreifen. Die nerven nämlich richtig. Die schreien auch immer. Schreit sie? Ja. Ist aber egal. Guck mal, jetzt sind wir wieder in der nächsten Ausgrabungsstätte angelangt. Hier ist es aber nicht gerade schön. Guck, sie läuft auch trotzdem hinterher. Da kämpfen wir doch glatt mal. Legen wir doch einfach mal los, sie fertig zu machen hier nebenbei. Den Bären nehmen wir auch gleich mit. Und die anderen, die jetzt hier rumgeistern. Das nervt nämlich nur. Weil wir wollen ja hier ein bisschen graben. Leider spawnen die hier aber trotzdem immer wieder hin. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir müssen immer wieder welche erledigen. So, jetzt können wir wieder loslegen mit unserer Schaufel. Was sagt das Ding? Gelb bedeutet immer, es ist in der Nähe, aber du bist noch nicht richtig. Also laufen wir in die Richtung, wo es hin zeigt. Und dann stellen wir das wieder auf, machen das Ganze normal. Es leuchtet wieder gelb. Und jetzt sollen wir in die Richtung laufen. Jetzt mache ich das nochmal. Und ich warte aufs grüne blinkende Licht. Da ist es. Dann ist es ganz nah dran. Und wann leuchtet die Birne? Jetzt leuchtet sie. Und dann kann man graben. Und dann erscheint das komische Ausgrabungsdingsbums. Und wir bekommen weitere Artefakten und einen Taurungeist, der uns noch mehr von den Knochenfragmenten gibt. Wunderbar, wunderbar. Wie wir gerade erfahren haben, können uns die anderen das auch gar nicht wegschnappen. Die könnten dann hier rangehen und den Scheiß hier auch looten. Aber da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das geht nur für uns. Das finde ich gut. Wobei man sich natürlich freuen kann, wenn es jemand anderem passiert. Dann kriegt man nämlich von diesen Geistern irgendwie mehr, als wenn man die selber nur ausgräbt. Aber da ich jetzt schon über 500 habe, mache ich mir keine Sorgen. Das kriege ich also auf jeden Fall heute noch hin. Wenn ich nicht nebenbei von einem bezirpsten Bären angegriffen werden würde. Den kriegen wir aber auch locker flockig hin. Der Rick, der macht das schon, mein schlauer Fuchs. Und dann war das irgendwo hier in die Nähe laufen. Und guck, da blinkt es auch schon. Es geht dann noch umso schneller. So lange laufen, bis es blinkt. Aber es hat nicht geblinkt, weil die Uschi mich angegriffen hat. Und der Elch ist auch noch direkt dazugekommen. Während die beschäftigt bin, grabe ich einfach mal. Da, schnell, schnell. Kriege ich das hin? Jawohl. Oh, ich sollte mich mal heilen. Aber mir ist es immer wichtiger, also es ist mir eigentlich im Moment nicht so wichtig mit dem Kämpfen. Mir geht es gerade wirklich darum, mich totzustellen zum Beispiel. Kann man auch machen. Geht doch mal weg, ihr ganzen Dinger. Ich muss in Ruhe graben. Da hinten wartet nämlich auch das nächste Dings auf mich. Ich warte jetzt, dass meine Tiere tot sind. Okay, ich sterbe gleich. Das ist nicht schön. Ich sterbe. Ach ja, das ist Anfängerglück hier. Das Schöne beim Sterben ist, dass man einfach hier Geronimo runterspringen kann. Es muss ja auch was Gutes geben. Leider bin ich schon öfters gestorben. Das passiert natürlich öfters Leuten wie mir, die so reinrennen. Und Dinge tun, die professionelle WoW-Spieler natürlich nicht machen. Ja. Ja, so ist das. Da bin ich jetzt wiederbelebt worden. Hä? Ich bin ein Plagegeist. Wer hat das denn jetzt gesagt? Tada! 548 von 600.
Und ich mache mir gerade Sorgen um meine Audiospur, die nebenbei irgendwie so laut wirkt. Deswegen mache ich mal ganz kurz einen Cut, guck mal nach und bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, weiter geht es hier im lustigen World of Warcraft Quest. Ich habe jetzt hier einen neuen Begleiter rausgekramt. Hamlet, das ist mein Hirsch. Meine Hirsche benutze ich immer gerne in Instanzen. Und die kleinen Pets hier, also das sind so, ich hoffe, es ist richtig. Sagen wir doch, das ist der Begleiter und die kleinen sind immer die Pets. Das sind so kleine Haustiere, die, mit denen kann man auch Kämpfe machen, so à la Pokémon-mäßig. Der Begleiter allerdings, das ist so ein Jägerding, der hilft mir beim Kämpfen. Und den Hati, den kann man auch nicht umbenennen, der heißt bei allen Hati, die diesen Wolf haben. Den hat man auch durch so eine Questreihe, die eher so später kam, als man ein höheres Level hatte, bekommen. Ja, sozusagen habe ich jetzt zwei tolle Begleiter und irgendwelche Mitspieler, die jetzt hier auch fleißig forschen oder questen oder ich weiß nicht, was die machen. Wir kümmern uns weiter um unsere Knochenfragmente und graben und graben und graben, denn wir wollen den Elch ja haben. Das hat sich gerade. So, das war natürlich geplant. Das Sterben gerade eben natürlich eher nicht. Ja, wenn es grün blinkt, wunderbar. Dann immer der Nase nach. Bis es leuchtet. Dann freuen wir uns. 551. Wir sind gut dabei. Die 600, die toppen wir noch. Ich hoffe, heute nicht bis in die Nacht. Ja, dein Tod wird auch berauschend, meine Liebe. Dich machen wir kalt. So, da ist sie auch schon hinüber. Hat sie sich so gedacht. So, wir nehmen natürlich alles mit, während die da hinten fleißig damit beschäftigt sind, anscheinend die Viecher zu töten. Weiß nicht, was der da hinten quatscht immer. Aber es war nicht nett, dass der gesagt hat, dass ich eine Plage bin. Das war gemein. 554. Komm, wir helfen mal. Wenn die hier auch schon alles immer machen, dann können wir auch mal helfen, ne? Wir werden aber selber gerade angegriffen, wie es scheint. So. Jetzt bin ich aber weggerannt, glaube ich, von meinem Grabungsort. Ist egal, wir machen uns einen neuen. Ist ja gar kein Problem. Irgendwo hier. Wahrscheinlich kommt derselbe nochmal. Den da hinten, oh, der ist auch richtig nervig. Wenn man da hinten irgendwie seine Ausgrabungsstelle hat, das ist auch ganz toll. Es leuchtet wieder. Es leuchtet. So, das nehmen wir mit. Knochenfragmente 556. Der Countdown, Leute, der Countdown. Der echte Elch. Ja, wie ihr seht, ist es jetzt nicht so spannend, aber der Grund, wie man seine Zeit auch verbringen kann. Irgendjemand greift uns schon wieder an. Hier, wieder so eine Olle. Furie. Weg mit ihr. Und graben. Wo soll es denn lang gehen? Das Fernrohr sagt dahin. Dann gehen wir dahin. Fernrohr sagt, geh noch weiter da lang. Dann leuchtet deine Birne, wenn man nicht im Knochengerüst feststeckt. Oh Mann, jetzt habe ich den Punkt verloren. Da. Komm, leuchte. So, bald ist die auch wieder fertig hier. Ich gehe mal weiter raus hier für euch. Ich mache das immer ein bisschen nah dran. Ich mache das eigentlich immer so am liebsten. Mag das so kameramäßig so mittelnah. Nicht ganz nah, aber auch nicht so ganz weit weg. Ja, jetzt ist es schon fertig hier wieder. Das, so schnell ging das. Jetzt müssen wir nach der nächsten Schaufel gucken, die glücklicherweise hier in der Nähe ist. Wir drehen uns mal direkt in die Nähe, packen Kram, beschwören unseren Wolf und, ja, und verirren uns, würde ich sagen, ne? Das kann man sich eigentlich schon mal fest vornehmen. Oder, auch nicht. Wenn ich Glück habe, dann ist es wirklich jetzt hier. Wieso bin ich jetzt bewegungsfähig? Was soll denn der Scheiß? So. Ach, tatsächlich. Mal wieder hier. Hier bin ich aber noch nicht drinnen gewesen. Soll ich wirklich hier graben? Oder? Nee, nee. Ich glaube, ich bin hier falsch. Das habe ich mir schon mal gedacht. In der Höhle ist aber falsch. Oh, ein ganz netter Elch. Hallo.
Ist aber nicht der Elch, den wir wollen. Man kann gewisse Tiere, wie diese braunen Elchen auch, sozusagen als Begleiter sich holen. Dann gibt es hier so unten so eine Fähigkeit, die heißt Wildtier zähmen. Habe ich schon sehr oft gemacht. Immer wenn ich in einer coolen Gegend bin, wo ich ein Tier haben will, so als Begleiter, wie zum Beispiel jetzt hier Hamlet, dann schnappe ich mir das Tier und dann kommen so Herzchen und dann sagt sie so, oh bitte, komm zu mir. Und das sagt sie natürlich nicht. Aber das stellt man sich halt vor. Sie dann so, ne komm, komm, ich hab dich lieb. Ich kümmere mich auch ganz toll um dich und so. Und dann bleibt der Begleiter halt bei einem. Weißt du Bescheid. Ja, so einfach ist das. Ich war auch in einer richtig schönen Gegend, da waren Einhörner. Meine Freundin und ich, wir wollten unbedingt Einhörner haben. Aber nein, die kann man natürlich nicht zähmen. Also es gibt einfach Wildtiere, die kann man nicht zähmen. Und manche halt schon. Also manche können Begleiter werden, aber manche halt auch nicht. Das ist dann leider so. Das musste ich leider tragischerweise schon feststellen, als ich anfing, das Spiel zu spielen. Und es ist halt sehr, sehr schön, wenn man halt niedriges Level ist, ist man in einer komplett anderen Gegend. World of Warcraft ist sehr, sehr riesig, wie ich es feststellen durfte. Also ich war immer noch in 1000 Gegenden nicht. Kenne ganz viele Sachen nicht. Ich lerne immer mehr dazu und ist auf jeden Fall sehr cool. Willst du mich veräppeln? Ja, da greift mich doch tatsächlich jemand an oder so. Viel Spaß! Weiß gar nicht, wo der hierher kommt auf einmal. Der hatte einfach mal Bock. Der ist irgendwo aus einer anderen Gegend anscheinend hinter mir hergejagt oder so. Ich weiß gar nicht, wo der gerade herkommt. So, wo war ich stehen geblieben? Graben natürlich. Wir wollen den Elch. Das ist unser Hauptziel. Und ich weiß nicht, ob es euch, wie gesagt, total langweilt oder ganz neu ist. Vielleicht spielt ja der eine oder andere von euch auch WoW. Also hätte man mich vor ein paar Monaten gefragt, spielst du WoW? Hätte ich gedacht, nein. Aber ich kenne halt Leute, die es spielen. Und hätte selber gedacht, nö, ich habe da so andere Spiele und genug und Steam und ne. Aber es macht halt auf jeden Fall Spaß, wenn man erstmal dabei ist, ne? Ich gebe es zu. Und damit ihr halt nicht ganz zu kurz kommt, was mache ich hier eigentlich? Dann, belebe ich mal meinen Begleiter wieder, der ist tot. Kann man ja mal machen. Ich weiß nicht, was mit dem Elch auf einmal los ist. Ich habe hier ganz in Ruhe einfach nur meine Ausgrabung gemacht, so wie immer halt. Und dann kommen die auf einmal immer. Ich weiß auch nicht, was die gegen mich haben. Vor allem springt der so wild hin und her. Und macht auch noch meinen Begleiter immer tot. Das ist nicht so witzig. Komm, lass mich in Ruhe, Alter. So, da. Ist dem egal, denkt er sich. Ich weiß, dass du nicht tot bist, auch wenn du dich tot stellst. Ich möchte eigentlich weiter graben und mich gerne nicht um diese Tiere kümmern müssen, aber... Ja, jetzt kommt der andere auch noch dazu. Das ist ganz prima. Das wird nichts, Leute. Das sehe ich schon kommen. Ja. Mit aller Mühe und Kraft, mit meinen letzten Kräften. Ich könnte nebenbei versuchen, mich heimlich zu heilen. Wenn es denn geht, aber es macht sie nicht. Ah, Begleiter heilen. Ist er weg? Habe ich es geschafft? Oder was ist jetzt passiert? Ich weiß auch nicht. Doch, ich habe es geschafft. Das ist schön. Kann ich mich ja jetzt entspannen. Vielleicht hat der Typ mir auch geholfen. Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Ich setze mich mal und esse einen Dalaran-Donut. Nom nom. Lass es dir schmecken. Hauptsache, wir sterben nicht, weil ich möchte immer nicht als Geist hier wieder herkommen müssen. Das ist sehr nervig. Aber wie gesagt, kann man dann wenigstens durch die Gegend hopsen. Man kann auch über Wasser laufen, wenn man tot ist. Ja. In einer Instanz können einen andere wiederbeleben. Aber ich mich jetzt einfach nicht mal so eben. Also man wird natürlich wiederbelebt, wie ihr sehen könnt. Aber, naja, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber vorhin. Ach, ja, was rede ich? Wir sind hier am Teich bei dem Elch. Wir wollen den Elch als Reittier haben. So, ich habe keine Lust jetzt zu warten.
bis sie voll aufgeladen ist, hier die Gute. Deswegen machen wir einfach mal weiter hier. Gut ist. Ich glaube, gestern bin ich nicht einmal gestorben. Und jetzt heute schon direkt zweimal. Aber das ist halt so. Wir lesen jetzt. Man muss sich natürlich, also in meinem Falle halt als Neuling, halt extrem auch erstmal an diese Steuerung und alles gewöhnen. Bin da schon eigentlich für meine Verhältnisse sehr stolz auf mich, dass ich das mittlerweile so gut kann. Und bin froh, wenn ich mich dann auch verbessere und so. So, jetzt kann sie nicht mehr davon tragen. Dann gehen wir hier auf diesen Button Archäologie, was wir ja lernen. Nur über diesen Archäologie-Quest kann man sich diesen Elch halt holen. Also muss man Archäologie lehren. Man kann verschiedene Berufe hier in diesem Spiel lernen. Und ich habe mich für Archäologie unter anderem entschieden. Man kann zwei Hauptberufe und diverse Nebenberufe lernen. Und in diesem Fall habe ich im Moment noch erstmal einen Hauptberuf, nämlich halt Archäologie. Und dann gehe ich hier auf diesen komischen Tauren, packe da irgendwelche Münzen rein, keine Ahnung, die ich auch eingesammelt habe. Und wenn ich sie habe und restauriere das, das muss ich machen, damit sie die halt, was weiß ich, umwandelt. Oder so, diese ganzen komischen Knochen. Ja, dann hat man Platz geschafft und kann den Scheiß halt wieder einsammeln. So, dann können wir hier weitergraben, bis die Geschichte hier wieder leer gefischt ist sozusagen. Ne? So, da leuchtet die Birne wieder. Das nächste Knochenfragment, wie viel haben wir jetzt eigentlich? 578 von 600, Leute. Das ist schon richtig gut. Ist immer so lustig, wenn ich jetzt halt nebenbei hier welche sehe, die das auch machen. Wo ich mich dann immer so frage, oh, denken die sich jetzt, oh scheiße, ist ja nur noch jetzt ein Tag jetzt schnell. Mal eben 600 Dinger einsammeln, ist dann doch auch nicht so schnell gemacht, wie ich halt am Anfang dachte. Auf einmal saß ich da so Stunde für Stunde und merkte so, oh Mist. Klar, also ich verirre mich dann auch doch noch immer schnell. So, und jetzt haben wir das hier wieder leer gefischt, habe ich mir gedacht. Müssen wir wieder auf die Karte gucken. Wo geht's denn diesmal hin? Ja, oder ob die Leute halt so, jetzt ist ja auch eine Vermutung, sie jetzt erst Level 110 geschafft haben, wo sie es jetzt halt erst machen können. Also man bekommt diese Quest halt erst ab 110. Man muss also volles Level haben. Aber ich denke mir immer, andere Leute haben doch bestimmt schon 110er irgendwie auf dem Server. Warum jetzt gerade so spät und so knapp wie ich? Aber vielleicht geht's ja einigen so wie mir. Ich würde sagen, diese eine Schaufel ist eigentlich, ja, ist das hier die letzte, die ich bekomme? Ich muss auf jeden Fall hier in die Gegend. Dann müssen wir, ja, wo müssen wir da hin? Zu dem doofen Hexenwaldpunkt wieder. Was anderes fällt mir da auch nicht ein. Holen wir doch mal unseren Wolf raus und reiten auf dem geschwind entlang. Die Elche lassen wir schön in Ruhe. Da unten reitet wieder einer rum. Lasst mich in Ruhe alle, Mann. Am besten ist halt immer so der Hauptweg, ne? Mit so eine dusselige Alexis auch einen Plan hat. So. Weißt du, irgendjemand quatscht da immer. Der ist auch gehört. So, ihr braucht wohl Hilfe, so und vorhin so. Oh, Mann, seid ihr lästig. Nee, komm. Lass es doch einfach mal sein, mich immer anzugreifen. Ich glaube, da oben, ja, wir müssen da nach oben, dann haben wir den Flugpunkt. Flugpunkt ist immer gut, weil da müssen wir die ganze Strecke nicht laufen. Ich ignoriere einfach mal, dass die mich hier angreifen. Das nervt ein bisschen. Ja, und da oben müsste er dann schon sein. Dann flattern wir gleich wieder davon. Da oben. Ich habe es sogar relativ schnell gefunden. So. Flugmeister Rafat Rauchhuf mit seinen Falken auf den Holzdingern. Da ist die Grabschaufel und der nächste Flugpunkt wäre vielleicht ganz gut. Hier Nessing Worry Hochberg. Grüße. Bring mich doch mal dahin. Ja, ja, ja. Wir lassen uns leiten. Ich mache mal einfach ein bisschen länger hier die Aufnahme, weil es bockt.
könnte auch Cuts machen, aber ich plopper ja wie ein Wasserfall, weil ich hier so aufgeregt auf meinen Elch bin. Und auch, weil ihr das erste Mal bei WoW dabei seid. Und ich, wie gesagt, ja, total gespannt bin, wie ihr das überhaupt findet. So, und ihr denkt, oh nee, jetzt spielt die WoW. Oh Gott, nicht noch so eine. Oder ihr denkt, geil, die spielt ja WoW. Doch, da will ich mehr von sehen. Ja, da habe ich keine Ahnung. Aber aus der Perspektive so von so einer kleinen Waldelfe, das kann man doch mal machen. Oder? Da müsst ihr reinschauen. Ist total spannend. Ist es ja auch. Also ist ein echt schön, also richtig schöne Musik hier, tolle Landschaften, tolle Pets, Tiere. Und dann guckt ihr euch die Instanzen an, die total abgefahren sein werden, wie ich da durchgezogen werde. Und dann kriege ich so richtig Tipps von den Pro-Gamern, von den richtig großen Jungs. Und ja, muss mich stark konzentrieren. Das wird total gut. Aber nur, wenn ihr sagt, ja! Ich will ein deutliches Ja in meinen Kommentaren lesen. Bitte her damit. So, da ist wieder der leuchtende Punkt. Ich glaube, wir haben es bald. 586. So, da blinkt es wieder. Wir gehen dahin. Da hinten stehen wieder welche rum. Ich laufe einfach, bis die Birne leuchtet. So, 590. Das wuppen wir jetzt. Ja, ja, ja. Und die wissen das gar nicht, dass ich schon gleich 600 habe. Hm? So, 592. Der Countdown läuft. Ich hätte gerade noch überlegt, so mache ich jetzt doch nochmal einen Cut, aber nein, komm. Das wird unsere letzte Ausgrabungsstätte hier. Hoch, ich bin ganz aufgeregt. Das habe ich mir dann selber quasi, das ist mein erstes Reittier, was ich mir so richtig sehnbar erarbeitet habe. Ist ja doch immer was anderes, wenn man sich sowas selber verdient hat. So die harten Quests hier, die Aufgaben bewältigt. Da hat ja auch nicht jeder Bock zu, ne? Ich mag das ja gerne, aber es hat wirklich nicht jeder Lust dazu, so eine Sachen hier zu machen. Sammeln und immer dasselbe und so. Ich würde immer draufkloppen auf die Gegner. Ist ja viel spannender. Aber ich finde das ja ganz schön. So mit so einer tauren, epischen Musik hier im Hintergrund. Ja. 598. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt 600 habe. Ich glaube, ich kriege dann einen Erfolg, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh Gott. Jetzt leuchte! Wie weit soll ich denn noch laufen? Okay. Komm. Das klappt gut. Mit meinem Baumstamm hier. Da. Schaufel. Und 600. Das war's. Nichts passiert. Wieso kann ich denn jetzt noch weiter graben? Einfach mal so Bock. Vielleicht euch ja doch noch mehr oder so. Komm, einer geht noch. Wurde nicht vernünftig gezählt. Ich muss noch einen sammeln. Nee, jetzt wird's nicht mehr gezählt. Weiß nicht, warum das jetzt hier noch rot ist, aber ich habe auf jeden Fall 600 eingesammelt. Ja. Was steht jetzt hier? Jäger, hier makelloser, Jäger, erste Hilfe. Archäologie. Die letzte Ruhe der Gebeine beobachtet die Begräbniszeremonie 0 von 1. Das wollen wir jetzt machen. Sucht nach 600 Knochenfragmenten von Echeru und bringt sie zu Lessa am Hochberg zurück. Schaut euch dann Lessas Begräbniszeremonie an. Knochenfragment von hier 600 betrachtet die Zeremonie. Ja, so, ich mache jetzt mal einen Cut. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Schauen uns die Zeremonie an. Aha, und dann kriegen wir den Elch. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier, wo sind wir hier überhaupt? Im Donnertotem. Fahren den netten Fahrstuhl hoch. Hier habt ihr nochmal meine coole Blutelfe im Blick, wie sie gerade aussieht. Ich kann die Optik auch jederzeit verändern, ohne dass sich die Rüstung verändert, was ich ziemlich cool finde. Also man kann Vorlagen sich erarbeiten sozusagen an Klamotten, die es gibt. Und ohne dass man jetzt aber tatsächlich den Bogen oder den Umhang oder die Stiefel oder was auch immer ändert, sodass man sich denkt, ach Mensch, die Stiefel finde ich jetzt schicker, aber die anderen sind einfach besser. Ist in dem Fall nicht so. Dann geht man zum Transmogrifikations, was auch immer man. Ich sag immer Transmann, aber ja, das kann man halten, wie man will. Und zu dem Typen geht man dann hin und dann sagt er, wie kann ich dienen? Ja, und dann sagt man, wie man aussehen will. Sucht man sich alles aus, was man so an Vorlagen gesammelt hat, klickt drauf, macht sich schön und sieht dann so aus, ohne halt tatsächlich die Sachen geändert zu haben. So, jetzt sind wir gleich beim blauen Kreis. Blauer Kreis sind wir da, wo man hin will, logischerweise. Das ist unser Quest und da kommen auch schon welche raus und... Jetzt wird's spannend. Nach dieser Zeremonie sollte der Elch da sein. Hier sind die restlichen Knochenfragmente. Was habe ich hier eigentlich? Wir müssen dafür sorgen, dass das ist irgendwas anderes. Bitteschön. Fangen wir an, Alexisiel. Ja, jetzt gucken wir zu. Ganz gespannt. Oh, großer Echo, ich gebe eure Knochen zurück an die Erdenmutter und bete, dass euer Geist Frieden finden möge. Danke, Jungspund, für die Ehre, die ihr dem Geist meines Gefährten erweist. Solltet ihr ihn je benötigen, wird ich eurem Ruf folgen. Abgeschlossen. Angeguckt. Anquatschen. So, und jetzt haben wir das gemacht. Was für eine Ehre, Alexis. Ja, es gibt wohl keine größere Belohnung für euch, als zu wissen, dass... Konnte ich nicht zu Ende lesen, hat einfach mal aufgezogen. Ist okay. Mach ich das eben nochmal. Gilt keine größere Belohnung für euch, als zu wissen, dass Echo Großgeist höchst selbst euch in der Not zur Hilfe eilen wird. Und für mich natürlich, Zeuge von Huns erhabener Präsenz zu werden. Ich werde ihn und sein ruhmreiches Erbe auch weiterhin studieren. Tata! Ich, keine Ahnung. Erfolge. Ich hielt es in meinen Händen errungen und Erfolg archäologisch bekommen. So, jetzt schauen wir mal in unser Inventar. Habe ich jetzt hier irgendwas Cooles Neues? Ja, benutzt, lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Tata, das ist jetzt da drin. Jetzt gehen wir in unseren Pferdekopfsammlungen. Da habe ich hier schon diverse andere Dinge und gehe mal auf Reittier und da ist er. Aufsitzen. Kann nur draußen benutzt werden. Das ist ja schön. Ja, Vorzeigeeffekt und so. So. Jetzt beschwören wir ihn. Warte, jetzt muss ich wieder hier auf den Pferdekopf. Da ist er. Ich habe ihn. Dafür habe ich sehr viel schuften müssen und dafür ging Zeit drauf, die ihr zum Beispiel gerade von The Book of Unwritten Tales leider einstecken musstet. Jetzt wisst ihr auch warum. Dafür habe ich jetzt den Elch und ihr durftet dran teilhaben. Wenn ihr Bock habt, mehr von solchen Sachen zu sehen, kürzere Parts, Quest-Stunts und irgendwas aus WoW, weil ich halt auf jeden Fall Lust habe, das Spiel noch weiterzuspielen nebenbei. Und ich natürlich nicht immer alles gleichzeitig machen kann, aber auf jeden Fall für euch weiter aufnehmen werde, egal was. Und ich auch auf jeden Fall weiter Lust dazu habe. Aber ihr müsst keine Sorge haben, es wird immer weiter Spieleaufnahmen von mir geben. Aber wenn ihr auch Bock ein bisschen hier drauf habt, zum Beispiel, um nicht nur jetzt so random irgendwie zwischendurch eine Aufnahme, sondern vielleicht auch ein bisschen anhaltender, questmäßig zum Beispiel, Story oder irgendwas anderes, was euch interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber, weil ich sehr viel Spaß im Moment hier in diesem Spiel habe und ja, dann freue ich mich halt. Ne? Und ich freue mich total über meinen Elch. Juhu, ich habe ihn und ihr ja vielleicht mittlerweile auch schon. Auf jeden Fall war heute der letzte Tag und ja, entweder man hat's oder man hat's nicht. Ja, Leute, ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.